Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Gabriel Knight Folge 8. Tja, wir sind, nachdem wir den Tatort uns angeschaut haben, wieder im Buchladen. Es gilt immer noch das, was vorhin schon galt, bloß die Frage ist, nun, was brauchen wir davon? Wenn wir angucken oder was? Ach, nur das ist das aktive Objekt. Gut. Schlangenschuppe am See. Gabriel besitzt eine Schuppe, die in der Nähe des Tatorts am Port Chantre-Bob-See gefunden wurde. Tja, nun. Nein, warte mal. Mach mal das aktive. Und dann. Das funktioniert so nicht. Ja, ist okay. Reden wir doch mal mit Grace. Got a minute, Grace. What's up? What's up? Und ja nun, Schlangen. Do you know anything about snakes? Doing a family tree, Gabriel? Very funny. I mean real snakes, you know, scaly, cold-blooded. I would have thought you'd find them empathetic. Mm-hmm. I know very little about reptiles of any kind and prefer to keep it that way. I think there's a book on snakes around here somewhere, though. Okay, thanks. Okay, also sie weiß recht wenig über Reptilien jeglicher Art und sie möchte das auch dabei belassen. Sie findet das ganz gut so, aber hier müsste irgendwo ein Buch über Schlangen sein. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir im Bücherregal was finden. Die Welt der Schlangen. Na? Es ist ein Buch über die Welt der Schlangen. Ach, nee, wirklich. Der perfekte Jäger, Schlangen jagen, problemlos in der Dunkelheit. Wer hat das schon mal gelesen? Ich weiß es gar nicht. Schlangen jagen, problemlos in der Dunkelheit. Obwohl sie ihre Beute mit ihren Augen orten können, benutzen sie hauptsächlich ihr Feingefühl zu Vibrationen. Die Hoffnung für eine schnelle Mahlzeit lockt Schlangen zu Vibrationen. Aus diesem Grund sind sie oft von Motoren und Maschinen abgelenkt, angelockt. Ich habe keine Ahnung. Kann ich jetzt mit... Hallo? Ja, hier ist ein Buch über Schlangen, aber das... Ich kann ja mit dem Buch auch nichts machen. Toll. Es bringt mir sehr, sehr viel. Danke. Bücher auf dem Tisch liegen aus einem bestimmten Grund. Hier sind Romane vom Bestseller aus. Okay. Ja, das hatten wir schon mal. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke. Würdest du mal bitte... Danke. Na super. Ja, ist ja gut. Reden? Got a minute, Grace? What's up? What's up? So, Forschung beantragen. Could you do some research? Sure, what? Nichts. I can't. Okay, Ausgang. Buch über Schlangen bringt mir nix. Bücher. Angucken. Und ein paar seiner eigenen. Gabriel ist nicht nach Lesen zumute. Haben wir doch überall schon, oder? Auch das anschauen. Okay, Ausgang. Nun. Ah, nein, Moment, 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 Moment. Nein, Gabriel, nein, nein, nein. Nein, warum kann ich das nicht abbrechen? Oh Mann. I'm going out. Ja, du gehst. Du gehst eben nicht. Du musst noch die Zeitung lesen, Junge. Ist nicht schwer, der Buchladen. I knew you'd miss me, so I came back. Really? I forgot you were gone. Ja. Wir sind sehr, sehr schnell zurückgekommen. Nun. Die Zeitung. Wir wollen doch Zeitung lesen. Mensch, die Tageszeitung von heute liegt auf dem Tisch. Ach, nee, wirklich. Nun. Na dann, falt mal auf, Gabriel.
New Orleans Times vom 19. Juni 1993. Auf der Titelseite steht ein Artikel über die neuesten Erkenntnisse über die Voodoo-Morde. Gabriel überfliegt ihn, findet aber nichts Neues. Der Autor des Artikels betont noch einmal, dass die Hinweise auf den Voodoo-Kult gefälscht sind. Gabriel läuft es kalt den Rücken runter, für ihn war es real genug. An einer anderen Stelle steht ein Artikel über die Geschichte des Jackson Square. Während der französischen Herrschaft hieß er La Plaza d'Armas, er diente als Ort für Erschießungen, Erhängungen und Rädern. Schluck. Heutzutage wird er von Touristen besucht und ist bei Straßenmusikanten und Künstlern beliebt. Gabriel liest ebenfalls das Horoskop für den Wassermann. Die Chancen steigen, dass ein dunkler Stern ihr Dasein überschattet. Vertrauen Sie nicht Ihren natürlichen Instinkten. I feel a dark star rising, all right. Er fühlt bereits das Aufsteigen des dunklen Sterns. Na gut. Das haben wir ja schon gelesen. Hier große Chance für die Erscheinung eines dunklen Sterns. Verlassen Sie sich nicht auf Ihren Instinkt. Ein Spaziergang durch den Jackson Square Park. Besucher und Einwohner lieben Jackson Square, ein Franzosenviertelpark für jedermann. Besucher erholen sich von der Hitze, halten Picknick, spazieren mit ihrem Hund und verkaufen artistische Kreationen. Dort kann man auf der Wiese entspannen und gemütlich die New Orleans Kultur genießen. Wie wäre es mit einer belebten Aufführung vom populären Saints Go Marching In? Aber wenigen ist die blutige Geschichte vom Jackson Square bekannt, ursprünglich La Plaza d'Arma genannt. Es wurde für öffentliche Hinrichtungen von der französischen Krone benutzt. Erschießungskommandos, Geigen, menschliches Aufspießen und sogar das Brechen auf dem Rad fanden dort statt. Es erinnert uns, New Orleans dunkle Vergangenheit liegt nicht so weit hinter uns. Ja, dem ist wohl so. Gut, dann kannst du wieder zumachen. Können wir jetzt gehen. Wir wollen ja die Zeitung nicht außer Acht lassen, nicht wahr? Steht ja manchmal vielleicht was ganz Nützliches drin. See eventuell. You later. See ya. See you later. Alligator. So. Wir schauen mal bei unserem Kumpel, wie hieß er nochmal? Mostly. Wobei. So. Wir sprechen mal wieder mit Frick. Dem Guten. Mit dem wir ja schon am Vortag so unseren Spaß hatten. Got a second, officer? What can I do you for? What can I do you for? I don't know. What can you tell me about snakes? What does this look like? A zoo? Never mind, don't answer that. No, I don't know nothing about no snakes. Er kennt sich mit Schlangen nicht aus, das ist okay. Ich wollte mal fragen, weil wir haben die Option. I'm here to see Detective Mosley. He's in his office. Go on back. Okay, cool. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich, dürfen wir an die Kopiermaschine. Da war ein Fotokopierer. Harry kann das von hier aus nicht tun, dann geh doch rein. Junge. Tor öffnen. So, na also. Stell dich nicht so an. Kamera nehmen. Die Kamera ist eigentlich nur eine Polizei, also Finger weg. Okay. Thermostat angucken. An der Wand nehmen. Mostlys Büro. Ja, das ist schön. Angucken. Das hatten wir, glaube ich, schon. Das kann ich damit irgendwas machen. Polizisten zum Frieren bringen oder so. Finger weg. Oh, tatsächlich. Ab, auf. Auf geht aber nur runter, ne? Ja gut, vielleicht nochmal nützlich irgendwann. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. So, dann gehen wir mal rein. Hey, Mostly. Night. I had a feeling you'd show up. Also er dachte sich schon, dass wir vorbeikommen würden. Oh. Gut. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Du bist der Schriftsteller. Nun. Schlangen. Do you know anything about snakes? The only thing I know about snakes is that I don't like them.
Du magst sie nicht. Na, das ist doch... Beleidige ihn. Ja genau, wir beleidigen einfach mal unseren Kumpel Mosley, der uns doch so schön mit Informationen versorgt. Do you know anything about the patterns around the bodies? Yeah, weird, huh? All seven victims had those marks around them. We've got all the marks on file, but we haven't figured out what, if anything, they mean. Okay, also es ist quasi so, dass die... Also er fragt nach den Mustern, die halt um die Leichen herum sind. Und so, oh ja, seltsam, ne? Wir haben die alle dokumentiert, aber wir haben keine Ahnung, was sie bedeuten, wenn sie überhaupt was bedeuten. Die sechs anderen Muster. Can I see the other six patterns? Sure. People like that kind of stuff, don't they? Might ja. Make the book seem more mysterious. Go talk to Officer Franks. Tell her I said you could see the file. Okay, gut. Also, ja, genau. Also, Leute mögen sowas und das macht das Buch mysteriöser. Und, wir sollen mit Officer Franks sprechen, dass wir die Akten sehen dürfen. Wir fragen ihn einfach mal durch. Voodoo. There's voodoo that goes on in this city. Sure. I looked into it a bit at the beginning of this case. But the voodoo stuff found at the crime scenes is all fake. It doesn't have anything to do with the real stuff. I know. I asked some experts. It's intimidation tactics. That's all. Okay, also es gibt in dieser Stadt definitiv Voodoo, aber das, was sie am Tatort gefunden haben, war alles nur Täuschung, weil er hat da mit Experten geredet und die haben ihm das halt gesagt und es dient nur, es ist nur eine Zermürbungstaktik. What else can you tell me about Voodoo? I told you, don't worry about that part of it. It's all fake. Es ist alles gefälscht, natürlich. Natürlich, davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber nun gut. Voodoo-Morde. What do you know about the Voodoo murders? Lots. Can you be more specific? Weiß ich nicht. Mörder. Do you know anything about the killers? At least 20 people attend the killings. We know this from the variety of footprints found at the scenes. Ach du Heilige. Footprints. Aren't those as good as fingerprints? Can be. But we'd have to have a suspect in custody first. And the suspect would have to match one of the few distinct prints we have. Most of the footprints are smudged, trodden over, unreadable. These guys are so casual in their expertise, it's maddening. Like they know we'll never find them. Okay, also es sind mindestens 20 Leute bei den Ermordungen mit dabei. Das erkennt man an der Vielfältigkeit der Schuhabdrücke, die da sind. Aber mit denen kann man effektiv auch nicht viel anfangen, weil man ja keine Verdächtigen hat, mit denen man diese Abdrücke vergleichen könnte. Und außerdem sind die meisten davon zertrampelt. Und dass sich die Mörder noch nicht mal Gedanken drüber machen, ihre Spuren zu verwischen, weil sie quasi eigentlich wissen, dass man sie nicht finden wird. Nummer der Morde. How many murders have there been so far? Seven murders have so far been linked to the Voodoo Murders case. The first murder occurred about 8 weeks ago. The MO is the same in each murder. Lake Pontchartrain was the seventh. Okay, also es sind bis jetzt 7 Morde, die eben diesem Voodoo-Fall zugeordnet werden können und 7 Morde. Ja. Das war halt der 7. und dann hat er noch irgendwas gesagt, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Das ist das Problem, man kann sich's auch nicht nochmal anhören. Das ist natürlich... Nun gut. What kind of evidence have you found? No fingerprints, a few bare footprints. Found a few fibers, but not many. The weirdest one was leopard fur. Leopard fur. Okay, also sie haben bis jetzt als Beweise halt nichts, keine Fingerabdrücke, sie haben die Fußabdrücke und sie haben einige andere Sachen gefunden, die aber zu nichts bringen. Das seltsamste davon war Leopardenfell. Und unser lieber Gabriel träumt ja immer von einer Leopardendame, die verbrannt wird irgendwie und einer Schlange, von der jemand erwürgt wird und so. Nun gut, Tatort. Describe the crime scenes. Well, there's the corpse itself, minus the heart. Around where the body was killed, we find marks and flour and blood. There are traces of wax from candles, red and black. Ordinary wax candles, so the lab reports. Also blood and feathers of chickens and goat's blood.
And plenty of the victim's own, of course. Okay. Also man hat Schweineblut gefunden und Hühnerfedern und halt, man hat immer die Leiche ohne ohne Herz und halt drumherum Mehl und Wachsspuren und so. Das ist schon alles sehr seltsam. Gerichtsmediziner. What's the coroner say? The victim's heart is always ripped out of the chest and missing. We haven't located a single one of them. Lovely. Any idea what they do with them? Don't even want to know. Also, the coroner says some of the victims had heart attacks before the incision. Literally scared to death. The knife wounds are consistent with a long, narrow, wavy-edged knife. Probably a ritualistic dagger. Okay, also ihnen wurde das Herz aus der Brust gerissen. Die Schnittverletzungen sind mit einer wellenförmigen Klinge, also quasi einem Ritualdolch mehr oder weniger, durchgeführt worden. Und sie haben noch kein einziges der Herzen gefunden. Und viele von den Opfern hatten vorher einen Herzinfarkt. Sie müssen sich quasi zu Tode erschreckt haben. Gut. Ich meine, ich bin kein Mediziner, aber woran erkennt man einen Herzinfarkt, wenn das Herz weg ist? Naja, egal. Zeugen. Any witnesses? Nope. There's never been a single witness. No one's even heard a disturbance. It's damned weird. Like they just don't want people to see. And so nobody sees nothing. Okay, also Zeugen gibt es keine. Es ist so, als ob sie nicht wollen würden, dass sie gesehen werden und deswegen es so keiner sieht. Irgendwie. Nun, Opfer. Know anything about the victims? The victims are all out of towners. We still don't know why. Okay, also es sind alles keine Leute, die quasi in der Stadt gelebt haben, sondern welche von außerhalb. Okay, gut, dann können wir das ja schon mal erledigen. Sure, no problem. Okay. Anything else? Ja, schauen wir mal. Boah. Okay, New Orleans. What can you tell me about New Orleans? You and me grew up here together. You tell me. It's a pretty nice place, even seeing the stuff I see, you know. The Carter's getting a bit too wild, though. Getting hard to control. Not quite what it was when you and me used to hang here, but hell, I've never known anything else. Alles klar. Ich habe so das Gefühl, dass wir allen die gleichen Fragen stellen, aber... What can you tell me about New Orleans? Ah, I'm too sentimental to say anything else about it. Er ist zu sentimental, um irgendwas anderes über Schlechtes oder sonst was über New Orleans zu sagen. Na gut, hey, warum nicht? Über sich selbst. Tell me about yourself. For the book? Sure, why not? Okay, what do you want to know? Wir stellen ihm jetzt persönliche Fragen für unser Buch. How do you like working on the police force? Are you kidding? You know I love being a cop. And New Orleans, it's the best place in the world to be one. Okay, also er mag seinen Job und New Orleans ist der beste Platz, um seinen Job auszuführen, so quasi. Also er ist gerne Polizist. Na gut, hey, warum nicht? Die Zukunft. What are your plans for the future? Well, you know, I don't like to count my chickens before they're hatched, but I don't see why I can't be the chief of police of New Orleans someday. I already know the mayor, and my track record is one of the best in the department. I'm sure it's just a matter of moments, mostly. Yeah, yeah. You'll see. Okay, also Pläne für die Zukunft, dass er halt irgendwann mal zum Polizeidirektor aufsteigen wird. Ja. Klar, warum nicht? Ich meine, hallo. Seine Bilanz ist die beste, so ziemlich die beste von... Got any hobbies? Yeah. Making your life miserable. I'm serious. Don't you shoot or chew or something like that? No, I'm a freaking ballet dancer. Jeez. Yeah, I was number one at the Louisiana State Fair Marksman Contest. I play trumpet, too. You know, put your lips together and blow. Mhm. Also er hat mal Trompete gespielt, war mal bei einem Schützenfest irgendwie, erster ich... irgendwie sowas, aber so viele Hobbys hat er eigentlich gar nicht so gefehlt. Oh, real funny night. Why don't you just bring in some freaking salt? You know Annie left me. My home life is shit. Right. Sorry about that.
Okay, also seine Frau hat ihn verlassen und bei ihm zu Hause sieht's aus wie Sau. Irgendwas. Tell me anything at all. Remember how we used to play monkey in the middle? Man, we used to piss off our senior year teacher. What was her name? Miss McKelly. You'd act like you were gonna toss her an eraser or something. And then you'd throw it to me over her head. And we used to do it at your grand's too. Like with the remote when she wanted to watch her soaps. Yep. And it was a great way to pick up women in the library. Ah, those were the days. Okay, also da quatschen sie dann quasi über ihre gemeinsame Vergangenheit. Just tell me anything at all. You know, my doctor told me I got a little family of ulcers starting. I wish this case would end so I could get some rest for a change. Okay, also er leidet so langsam unter ein paar mehr Magengeschwüren und er würde sich wünschen, dass der Fall endlich mal zum Abschluss kommt, damit er sich ein bisschen ausruhen kann. Just tell me anything at all. Gut, verständlich. Oh, my back hurts. Er hat Kreuzschmerzen. Just tell me anything at all. For the book, I wanted to be an astronaut when I was young, or a fireman. Fascinating. Er wollte, als er klein war, Astronaut oder Feuerwehrmann werden, auch schön. Just tell me anything at all. I'm 6'2". You are. Oh, come on. I'm close enough. Just write me up. Okay, er ist 1,85 groß und, naja, nicht ganz, aber er ist nah dran. Just tell me. You know, I kind of like a woman with dark hair. Yeah, I know. It's a regular thing with you. Now that Grace. You're on your own with that one, pal. I don't even want to know. Okay, er steht auf Schwarzhaarige, so wie Grace, und dann meint Gabriel so, naja, komm, halt dich da raus. Oh, nothing, never mind. Ich sure, no halt problem. Mich da auch raus, okay. Ungefähr. Anything else? Anything else? Kaffee? How about getting me some coffee? Coffee? You want coffee? Should that surprise you? Nah, you've always been a caffeine addict. It's just that what we got here hardly qualifies. So I'm desperate. It's your stomach. I'll get you some when we're done talking. That long? All right, I'll go now. Okay. Don't touch anything while I'm gone. Ja, ja. Genau. Ich glaube, genau darum ging's. Ihn wegzuscheuchen. Nun gut. Wo ist meine Maus? Dankeschön. Okay. Wenn ich so auf die Zeit schaue, würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend. Man sieht sich in der nächsten Folge oder in einem anderen Video. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.